Hi, ich bin Gerrit. Ich bin Annette. Und wir sind natürlich im Indoor-Garten. Ich habe im Sommer einen Oleander geschenkt bekommen und habe den jetzt für den Winter reingeholt. Der soll ja mal groß und stark werden. Jetzt habe ich aber festgestellt, dass der, glaube ich, nicht ganz so gesund ist. Da sind Wollläuse dran. Also Wollläuse heißen Wollläuse, weil der Belag oder das Erscheinungsbild aussieht wie Wolle, also wie Wollflusen. Und die tatsächlich auch so eine wollige Wachsschicht um sich drum haben. Oleander wird typischerweise von Wollläusen befallen. Oh, okay. Das also ist hier schon ein Grund, jetzt einzugreifen. Was kann ich da jetzt am besten machen? Also, du könntest ein umweltschonendes Pflanzenschutzmittel einsetzen. Mhm. Das hier hat Öl als Wirkstoff und noch ein anderes Insektizid. Im praktischen Kopfüberzerstäuber obendrauf. Also du kannst sehr gut damit auch unter die Blätter spritzen. Aber bei dem Befall könnten wir es noch mit Nützlingen versuchen. Nützlinge heißt? Nützlinge einzusetzen gegen Schädlinge ist eigentlich die biologischste Schädlingsbekämpfung, die es so gibt. Das heißt, man nutzt die Eigenart der Nützlinge. In diesem Fall sind das Marienkäfer, und zwar australische Marienkäfer, die Wollläuse fressen. Okay, und also warum müssen das jetzt ausgerechnet australische Marienkäfer sein? Wir wissen ja, oder du weißt vielleicht schon, dass unsere heimischen Marienkäfer Blattläuse fressen, ja. Die Larven vor allen Dingen. Die Wollläuse sind auch nicht heimisch bei uns. Deswegen setzen wir da eben australische Marienkäfer ein. Die sehen auch etwas anders aus. Wie kriege ich denn jetzt die australischen Marienkäfer? Muss ich dafür extra über See oder komme ich auch so daran? Da kommst du auch anders dran, und zwar auf recht einfache Weise. Du kaufst im Fachhandel einfach so ein Bestellset für Nützlinge. Mhm. Da kannst du ankreuzen, welchen Nützling du haben möchtest. Also hast die Möglichkeit, verschiedene anzukreuzen. Gibst dann hier einfach einen Code ein und dann kommen die per Post in deinen Briefkasten. Direkt zu mir nach Hause. Mhm. Und da sind jetzt schon die Marienkäfer drin? Genau. Hier auf der Packung Inhalt 8 erwachsene Käfer. Oh wow. Die sind ein bisschen lichtempfindlich, deswegen sollte man die in der Dämmerung einsetzen. Mhm. Also wenn die jetzt ein helles Fenster sehen, dann fliegen die ans Fenster. Und die sollen ja auf der Pflanze bleiben. Wir werden jetzt mal versuchen, die direkt auf die Pflanze zu setzen, ob sie da sitzen bleiben. Mhm. Und dann hoffentlich auch anfangen zu fressen. Okay, und die setzen wir jetzt wahrscheinlich am besten da aus, wo auch am meisten genau Wollläuse an der Pflanze sitzen. Mhm. Willst du die Packung aufmachen? Ich finde das ja sehr spannend gerade. Ja. Dass hier jetzt kleine Marienkäfer drin sind. Die sitzen unterm Deckel direkt. Ich kann schon krabbeln sehen. Oh ja, da sind sie. Ja, die haben so einen hellen Kopf, einen dunklen Körper. Ja, die sehen ganz anders aus als unsere deutschen Marienkäfer. Mhm. Versuch mal, sie aufs Blatt krabbeln zu lassen. Ja, super. So, der eine ist schon unterwegs. Der erste ist schon unterwegs. Ich finde das super interessant, das zu beobachten, dass sie auch sich gleich so ihre Wege gesucht haben. Muss ich mir denn jetzt Sorgen machen, dass sie sich bei mir in der Wohnung ausbreiten, wenn ich Nützlinge einsetze? Nein, grundsätzlich nicht. Also die können sich auch vermehren. Die brauchen allerdings auch bestimmte Lebensbedingungen. Also wenn du die kriegst per Post, ist da auch immer noch ein Zettel bei, wo drauf steht, wie du die einsetzen musst und so weiter. Die vermehren sich aber auch bei relativ hohen Temperaturen, also die man eben im Zimmer auch hat, brauchen dabei aber auch eine hohe Luftfeuchtigkeit. Aber das kann man ja auch einrichten, also ab und zu mal besprühen. Wenn die Schädlinge alle tot sind oder gefressen sind, dann verschwinden auch die Nützlinge. Also die sind ja auch relativ spezialisiert hier auf eben die Wollläuse. Mhm. Wenn du irgendwo anders Wollläuse hast an der Pflanze, die genügend an dieser Pflanze steht, dann werden die auch an die andere Pflanze gehen.
Also wäre es tatsächlich sinnvoll, wenn ich jetzt feststelle, ich hole meinen zweiten Oleander zu Hause noch rein und sehe dort auch Wollläuse, dass ich ihn dazustelle und die dann direkt ihre Lieblingsspeise quasi nebenan haben. Die fressen manche auch erstmal nur an. Mhm. Also das kann auch sein, das dauert eben auch eine Weile, bis die verschwunden sind. Aber die Zeit kann man ihnen geben. Man braucht eben kein Pflanzenschutzmittel einzusetzen, sondern hat hier wirklich die natürlichste Methode, die Wollläuse wieder loszuwerden. Super. Wenn auch ihr zu Hause einen Wollausbefall habt und noch Fragen dazu habt, zur Anwendung oder irgendwelche Bedenken, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sind bald wieder für euch. Natürlich im Garten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.